So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Plunderstorm. Wir gehen wieder rein, schauen, was läuft, ob wir was vielleicht möglich machen können. You never know. Ja, ein bisschen trainiert haben wir, wir sind besser denn je. Vielleicht reicht das auch mal endlich mal, vielleicht einen Sieg davon zu tragen. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, dass ich vielleicht hier eine Arschbombe in nichts reinmachen werde. Da habe ich, den wollte ich eigentlich haben. Genau dich, mein lieber Freund, wollte ich eigentlich töten. Wurde aber leider nur nichts. Gut, dass wir trotzdem eine Fähigkeit bekommen haben. Das wäre sonst nämlich ziemlich nervig geworden, so gegen ihn normal zu kämpfen. Wir müssen uns auch beeilen, weil, ja, was soll man sagen? Da ist auch schon direkt Kundschaft, ne, die bedient werden möchte. Okay, läuft. Ich nehme ein bisschen kurz schnabulieren. Goldene Truhe. Ach du miese Ratte. Sehr schön. Wichtig und richtig. So. Der ist wahrscheinlich Level 4. Alter, was ist... Was, ich verstehe es nicht. Ich verstehe wirklich diese ganze Scheißwelt nicht. Tiki, Level 4. Und wir waren eigentlich genauso schnell. Genauso schnell. Ja, mal okay. Meine quackte Bruchpilotenlandung war jetzt nicht unbedingt legit geil. Ja, gebe ich zu. Der ging auf mich. Aber trotzdem, wir waren ja trotzdem so an sich voll auf derselben Wellenlänge. Ich check das nicht. Vielleicht ist es wirklich so, dass man lieber mal versuchen sollte, sehr viele Leute gleichzeitig zu pullen, damit man da das Maximum rausholen kann. Also jeden Einzelnen anzugreifen, ja, ist halt auch irgendwie dämlich. So, was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist, ich sehe auf jeden Fall noch ein Ort, wo niemand gelandet ist, was ich richtig geil finde. Selten kommt das mal vor, dass mal hier niemand landet. Und das sollten wir sofort ausnutzen, solange ich noch die Zeit habe. Natürlich mit aufpassen, dass mir hinten niemand ins Genick reinkommt und mich abfuckt, aber so prinzipiell sieht's gut aus. Wir holen uns erstmal die Elite-Dinger. Alles andere ist scheißegal erstmal. Das Viech, was mich hinten attackiert, auch egal. Wichtig sind wirklich diese Boys. So, ja, weiß nicht. Bis natürlich. Sehr gut. Hat aber wenigstens Respekt bekommen. Hat er gleich direkt gemerkt, ist es ja, dass er hier sich nicht einfach alles gönnen kann. War schon mal gut. Muss ja auch ein bisschen Respekt hier aufbauen, damit Leute hier nicht auf falsche Gedanken kommen. Ganz, ganz wichtig. Und so können wir dann auch einigermaßen hier uns auch ganz entspannt aufleveln, ohne großartig Probleme. Ich werde mir das... Ja, wobei, schon ganz nett. Ich werde es wahrscheinlich so machen. Fuck the shit. Goldene Truhe sollte ich auch noch bekommen, Level 6. Ja, endlich, endlich mal ist das Glück auf meiner Seite. Wobei man sagen muss, Glück ist es nicht. Man weiß nicht, wie es laufen wird, aber... So fürs Erste habe ich gutes Level... Items könnten, ja, könnten noch ein bisschen besser sein, as always, wie Nobot. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Vom Level her bin ich auf jeden Fall da, wo ich sein möchte. Also, was schnappe ich mir? Ich hole mir das hier. Ist ein bisschen interessanter. So. Diesmal lief's gut. Jetzt würde ich sagen, hier wäre jetzt der Moment, vielleicht mal Leute zusammen zu huschen. Ne? Damit man sie alle mit einem Streich auslöscht. Perfekt. So, oben ist auch noch ein Mob. Den könnten wir uns holen. Und dann denke ich mal, sind wir Level 8. Und mit Level 8, Leute, kann man einiges anfangen. Level 8 ist wirklich so eine Position, da wird man dich erstmal wirklich eine lange, lange Zeit nicht abfacken. Sehr schön. So, das tauschen wir aus. Ich brauche das. Kiste nehmen wir uns mal. Mal schauen, was hier noch so schönes zu holen ist. Boah, Sprungbrett. Ja, ist jetzt nicht das Geilste vom Geilsten, aber besser als gar nichts. Ja, läuft ganz, ganz gut, würde ich mal sagen. Die Fähigkeiten sind sehr distanziert. Also es sind sehr viele Distanzwaffen. Weil mir natürlich klar, dass jemand schon hier schon weiter ist als ich. Also was heißt weiter als ich, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber auch schon Level 7 ist. Ja, wir wissen's. Wir wissen's. Aber die Fähigkeiten, die ich habe, sind nicht der Rede wert. Wirklich, das ist nicht der Rede wert. Wegstoßen hat sie auch. Ah, dass das nicht trifft, ey.
Was gibt's da noch so Schönes? Haben wir irgendwas, was wir gebrauchen können? Nee. Aber Level 8 ist trotzdem verhältnismäßig gut. Also mindestens habe ich erstmal den Vorteil, mich wird niemand so easy antatschen. Ja? Wird niemand so einfach rankommen und mich angreifen, weil sie Schiss haben, dass sie ganz schnell auf die Fresse bekommen. Und das ist gut. Das ist richtig gut. Damit kann ich auf jeden Fall schon mal was anfangen. So, jetzt gucken wir mal, was ich machen kann. Ich würde sagen, ich tausche das aus. Nehme das. Sehr gut. Treffen ist wichtig. Man soll ja den Leuten nicht den Eindruck geben, dass sie einfach hier so frei rumstreuen können und alles machen können. Nur mit den Fähigkeiten. Das ist das einzige Manko gerade, was mich aktuell sehr, sehr hart auseinander nimmt. Weil wir sind zwar stark, aber die Fähigkeiten sind einfach lame. Es ist einfach so, die Fähigkeiten sind einfach nur fucking lame. Deswegen muss ich mich jetzt hier gut auf... Ja, warte mal. Da sehe ich noch was. Es ist jetzt keine, Fähigkeiten-Upgrade, aber... Ja, das war falsche Taste, das würde ich eigentlich jetzt nicht machen. Aber, goldene Truhe, wenn die echt ist, ist das Level 9. Jo. Oh, oh yeah, baby. Ich glaube, das ist schon eine Weile her, dass ich letztes, dass ich mal wirklich so gute Position hatte. Kann ich mitarbeiten. Ist natürlich, muss man wie gesagt weiterhin sagen, nichts, wo man sagen kann, wow. Aber wir sind jetzt kurz vom, fast vom Maximum. Das heißt, Leute sind schon mal im Nachteil gegen mir. Aber dafür habe ich halt die schwächsten Fähigkeiten aktuell. Und das ist natürlich wiederum... Irgendwo gleicht sich's wieder aus. Muss man einfach so sagen. Irgendwo gleicht sich das wieder aus. Dafür, dass ich jetzt keine krassen Fähigkeiten habe, habe ich dafür das Level so. Ja, also das ist das, was es aktuell, wie es gerade aussieht. Holy Jesus, Mann. Ja, mal gucken. Das Ding ist ja meistens eher nur so Vorrat. Aber vielleicht ist aber... ja, nee. Ich brauche irgendwas, womit ich dann auch abhauen kann. Bin sehr, sehr nahkampffussiert. Das ist halt leider nicht gut. Was haben wir hier? Level 6. Guck mal, ich sag euch, wie es ist, Leute. Ich bin der Babbo. Ja, guck mal. Sieh mal an, kleiner Mann. Und der hat schon direkt gesagt, Bratanz, ich zünde hier. Ja, Mama. Gut für mich. Guter Move. Oh, knapp. Schade. Ich dachte, das funktioniert. Funktioniert aber nicht. Und ich konnte mich aus irgendeinem fucking Grund nicht nach vorne bewegen. Gerade eben. Ja, soll er werfen. Ich kann auch. Du bist nicht der Einzige, der Poking-Fähigkeiten hat. Sehr gut, mach das. Ja. Ja, das war's für dich. Sehr schön. Ein Sturm zieht auf. Tötet nicht rum. War jetzt, kann ich mir leisten, Leute. Ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt wirklich einer der stärksten aktuell. Also ich habe niemanden gesehen, der mehr hat als ich. Die Fähigkeiten, wie gesagt, das sind alles lame. Das sind alles Level 1 Fähigkeiten. ich selber habe richtig krassen Stuff. Nur meine Fähigkeiten, die sind alle lame, Bro. Die sind alle lame, ja. Oh, smarter Move. Den gebe ich dir. Der war nice. Aber ich lasse mich hier nicht einkerkern. Oder in so eine Situation bringen, wo ich hier der Einzige bin, der gleich direkt gesandwiched wird. Weil der ist Level 9, ja. Wäre wichtig, ihn zu töten. Sage ich, not gonna lie. Weil diese, das sind alles nur Frühstück. Das sind alles nur Frühstücksflocken hier. Ich will eigentlich nur diese Kämpfe machen, weil ich Fähigkeiten brauche. Wirklich, legit, ich brauche Fähigkeiten. Das ist der einzige Grund, warum ich den ganzen Bullshit hier aktuell mache. Der hat zum Beispiel hier ein Feuer-Upgrade. Wäre nice. Würde ich gebrauchen. Ein Sturm zieht auf. Tötet nicht rum. Leider. Leider Gottes.
will mir das Schicksal nicht das geben. Level 8, okay. Muss mal gucken. Ich versuche mal ein bisschen Backdoor-mäßig daran zu gehen. Ich brauche Fähigkeiten. Das ist echt wirklich... Oh, no, man, Alter. Wirklich? Ja. Schnabulieren trotzdem. Ja, gut. Wenn in doubt, nimm something else, bro. Du Hund. Soll er mal trinken? Das ist wichtig. Leute, trinkt. Trinken. Trinken ist wichtig. Trinken, man muss sich ja einmal... Stay hydrated. Stay hydrated, so. Digi, du hast 5 Sekunden, dich von da zu verpissen, oder ich werd gleich sauer. Okay. Ich nehme mir den Chopper-Car. Geile Car. Ein Sturm zieht auf. Tönet nicht rum. Okay, das war ein fucking Lag, keine Ahnung. Puh, okay. Ich habe wenigstens mal eine Fähigkeit auf gutem Niveau hochgebracht. Alles andere ist halt scheiße wack. Ja. Chopper-Cars sind halt nur fürs Fliehen ganz, ganz nice, ne? Muss man auch mal so sagen. Müssen jetzt gucken. Ich weiß nicht, wo dieser Level-Pisser, wo der Level 9er ist. Aha. Du Hund. Pass lieber auf, was du hier machst. Sonst zauber ich dir die Fresse, Dick. So, weiter geht's. Ich versuche, passiver zu bleiben. Wie gesagt, aggressiv müsste ich ja nur sein, wenn ich das Level brauche. Ich brauche die Levels nicht. Oh, aber das sieht geil aus. Ah, zack! Scheiß auf das. Hallo! Nimm doch! Bro! Bro, ich will doch einfach nur... Ja, das wollte ich haben. Aber wobei, das ist scheiße. Aber dann habe ich... Ja, ja, ist okay. Ich nehme lieber Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit wird, glaube ich, mir hier in der Situation mehr bringen. Als der Scheißschild. Oh, ich hoffe, ich bereue es nicht. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Aber ich brauche das, um damit ich mit dem Sägen der Axt richtig viel Schaden anrichten kann. So, und jetzt haben wir die Situation. Sehr viele Level 7 Leute. Ich bin hier der einzige Babbo gerade. Also wirklich der absolute Babbo. Heißt also, prinzipiell, entweder ich mache so ein bisschen so Vegeta-Style. Ich lasse sie fighten. Ja, lasse sie aufleveln. Damit irgendwo einer dann mit Level 10 dann oder Level 9 auf mich zukommt und mich fightet. Und mich dann einfach hochnimmt, wie Cell Vegeta hochgenommen hat. Oder... Ich mische mich ein und versuche das ein oder andere für mich zu holen. Aber problematisch auch wieder, ich muss aufpassen. Ich bin gerade, wie gesagt, der krasseste von allen. Heißt also, bedeutet auch irgendwo, wenn ich hier in Fights gehe, die Leute warten nur darauf. Die Leute warten nur darauf, mir den Arsch zu polieren. Das ist so. Also, sorry, was anderes kann man dazu nicht sagen. Die wollen mir den Arsch aufreißen, nicht, weil die müssen mich ausschalten. Ich bin gerade momentan der Stärkste hier. Und es macht natürlich Sinn, dass dann Leute hier und da... Ja, zum Beispiel der hier, Level 10. So, hat sie jetzt in eine geile Position reingebracht. Ich habe halt, wie gesagt, muss ich jetzt aufpassen, keine geilen Chaser-Fähigkeiten. Okay, einmal einen Schluck trinken. Amaretti, wie man so schön sagen würde. Und ich bin jetzt erstmal sehr passiv. Der ist auch passiv. Er weiß halt, dass wir beide, wir sind halt beide, ja, ich muss auf ihn gehen. Wichtig ist... Ja, aber man sieht das halt schon. Ihr seht das ja. Fuck you, Alter. Tu nicht so, als hätte ich das nicht gesehen. Jetzt muss ich mich konzentrieren, Leute. Sorry, wenn ich jetzt nichts mehr sage. Es ist halt sau wichtig geworden. Oh, das ist so gut! Wir gehen alle auf ihn! Oh, das ist nice. I like it. Friss. Brochacho. So. Ah. Nicht auf Fumble, nicht Fumble, nicht Fumble, nicht Fumble, nicht Fumble, nicht Fumble. Ja, den nehme ich, aber
Ja, aber ich sehe auch gerade nicht gerade geil aus. Fuck. Nimm das. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Fuck! Fuck! Ich hätte ihn holen können. Ich habe hart, mies Hardcore gefumbled wieder. Mies Hardcore. Er hat sich geheilt. Ich musste es tun. Und er hat es genutzt. Ich hätte ihn lieber aufheilen lassen sollen. Und dann ihn holen sollen. Motherfucker, Alter. Scheiße, Mann. Aber egal. Trotzdem eine geile Runde gewesen. Muss man einfach so sagen, wie es ist. In dem Sinne, Leute, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya.